November 1972 ist der populäre Berner Troubadour Manny Matter bei einem Autounfall gestorben. Im Jahr nach dieser Tragödie hat sein Freund Franz Hohler für Schweizer Fernsehen ein Porträt von Manny Matter gestaltet. Mit vielen musikalischen und poetischen Erinnerungen. Und auch mit ein paar prominenten Wegbegleitern von diesem einmaligen Künstler. Wo sein Hauptberuf übrigens Jurist war und sich selber immer bescheiden als Versli-Schmied und Liedli-Schreiber bezeichnet hat. Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuens Nottiswil. Da braucht es viel Volk gewusst, das halbe Dorf hat mitgemacht in diesem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und war gespannt, was passiert. Am Anfang war es schön, da hat als Stauffacherin Frau Pfarrer mit dem Schneider gerettet Wort von tiefem Sinn. Und alles war gerührt, sie hat das Mal nicht gesagt, das Kleid sei zu teuer. Und er hat gut aufgepasst, dass er den Faden nicht verliert. Oftmal kurz vor dem Apfelschuss, der Lehrer kommt als Tell. Sein Sohn, der fragt nicht dies und eins, da ruft er deine schnell. Wo unter dem Hut als Wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er in der Schule denn nichts recht gelehrt? Ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt dem Eis aufs Maul. Und dieser, wo der Hut bewacht, geht um gar nicht pfuhl. Und stoßt mit ihr Hellebarden einen mit dem Bauch. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen, Donner, jetzt geht's Rauch. Die einen, die von Österreich, die nehmen für die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf, für einen Tell, eine Schlägerei. Mit Hellebarden, Kartonschwert, Kulissen, schlösse ich drin. Der Tell liegt unter dem Gessler schon, da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt seine geheime Wut. Ein grosser Tisch und Bänke und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich sein Haar, die Frau schinnt gebrochene Glieder ein. Zwei Stunden lang hat das gedauert, du warst Österreich geschlagen. Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuens Nottiswil. Und gewiss noch nie in naturalistischerem Stil. Versicherung hat's zahlt, hingegen eins weiss ich seither. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie diesen Weg zu gewinnen wäre. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie diesen Weg zu gewinnen wäre. Am 24. November 1972 ist der Manny Matter auf dem Weg zu einer Vorstellung tödlich verunglückt. Er war 36 und es ist ihm schwer gefallen, zu glauben, dass ein Mensch und ein Werk, wo man gemeint hat, sie gehst in der Mitte, schon zu Ende gewesen ist. Der Manny Matter war in der deutschen Schweiz ein Begriff. Man hat, wenn man seinen Namen gehört hat, an die berndeutschen Chanson gedacht, die er so populär gemacht hat und auch ihn so populär gemacht hat. Viele von diesen Chansons sind schon fast Volkslieder geworden. Seine Platten und Bücher hatten hohe Auflagen. Die Vorstellungen, die er gegeben hat, waren fast überall ausverkauft. Und sein Name ist auch ein bisschen stellvertretend worden für all die anderen, die mit ihm und nach ihm berndeutsche Chansons geschrieben und gesungen haben. Ein paar von seinen Lieder sind seinerzeit vom Schweizer Fernsehen aufgenommen worden, andere vom ersten und zweiten deutschen Fernsehen, auch vom österreichischen Fernsehen. Und so haben wir probieren, noch mal ein Bild von Manny Matter zu geben. Ein Bild, das sich zusammensetzt aus Gesprächen mit ihm, aus Gesprächen über ihn, aus Fotos, aus Privatfilmen, vor allem aber aus seinen Liedern. Ich habe ein Zündhölzchen angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigaretten wollen Feuer vom Hölzchen nehmen. Aber das Hölzchen ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für glühende Zigaretten ist ein Teppich doch zu teuer. Und vom Teppich hat auch Gruß, können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch wär worden draus. Es hat einen Brand gegeben im Quartier und es hätte die Feuerwehr müssen kommen. Hätte die Kornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen. Und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genützt. Und die ganze Stadt hat brennt, es hätte sie nicht mehr geschützt. Und die Leute wären
wären rumgesprungen in der Angst um Hab und Gut. Hätte er gemeint, er hätte einen Feuer gelegt, hätte er den Sturmgewehr genommen in der Wut. Als er brüllt, wer ist schuld? Das ganze Land in einem Tumult. Dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult. Duno hat interveniert und Duno Gegner sofort da. Für ihr Schweiz der Frieden zu retten, wären beide mit Panzer gekommen. Es hat sich ausgedehnt, Nadina, auf Europa, Afrika. Es hat einen Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzchen angezündet und das hätte Flammen gegeben. Und ich habe für die Zigaretten wollen Feuer vom Hölzchen nehmen. Aber das Hölzchen ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fortgenommen. Ich glaube ja, ich kann das nicht schlecht vergleichen mit anderen Jugenden, da ich nur eine gehabt habe. Aber ich glaube doch, dass man meine Jugend glücklich nennen könnte. Ich glaube, meine früheste Kindheitserinnerung ist, wie ich im Garten meines Großvaters in einem großen Wäschezuber gebadet habe. Ja, mein Großvater war ein sehr energischer Mann. Der war bei der Eisenbahn und hat dort eine ziemlich steile Karriere gemacht. Er hat es bis zum Oberbetriebschef der Schweizerischen Bundesbahn gebracht. Schon in seiner Jugend soll es von ihm geheißen haben, als er einen Welschlandaufenthalt machte. Da habe es im Zeugnis geheißen, sollte sich mehr Ruhe gönnen. Das ist etwas, was man von mir ganz sicher nie gesagt hat. In der Eisenbahn sitzen die einen so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen kommen. Und der Rücken zukehren, der Richtung von wo der Zug kommt. Die anderen, die sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lang noch sehen können, wo der Zug schon war. Und der Rücken zukehren, der Richtung wohin der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie er sieht, sei es richtig und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach. Der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalt nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Es ist Rorschach. Ja, in der Primarschule war ich ein glänzender Schüler. Dann später rutschte ich eigentlich immer mehr ab in der Rangordnung der Klasse. Einmal wollte ich Clown werden, daran erinnere ich mich noch gut. Und dann auch Koch und Architekt, Ingenieur. Unsere Putzfrau, die wir zu Hause hatten, hat immer geglaubt, ich würde einmal ein Ingenieur, weil sie glaubt, ich sei so ein begabter Bastler. Das stimmt aber nicht. Ich habe nur sehr viele Bastelbücher gelesen, aber immer, wenn ich etwas ausführen sollte, ging es dann schief, weil ich manuell ziemlich unbegabt bin und auch immer zu ungeduldig war, um zu warten, bis der Leim trocken war oder was immer. Das ist der Anfang von diesen Berner Chanson. Das geht noch in die Gimmerzeit von Mani zurück. Der Vater Matter hat aber die ersten Platten von Brassens heimgebracht. Er hat sie gegen noch auftrieben, bevor man sie im Plattengeschäft haben konnte. Dann hat man die zusammen gelost und übersetzt. Und Mani hat die alle zusammen können singen und hat dann angefangen, selber Lieder machen. Er hat sich eigentlich gar nicht in Frage gestellt, ob Schriftdeutsch oder Berndeutsch. Er hat immer gesagt, das war Berndeutsch, das ist klar. Aber die ersten sind alle nach Brassens-Melodien. Das sind Lieder, die sind eigentlich nicht mehr bekannt. Der Mani hat auch gar nicht, nie wollen, dass man die singt oder dass sie auf Platten kommen. So. Das waren so typische Gimmer-Zeitlieder von Mädchen und Rohr und so weiter. Das hat er ist er einfach nicht mehr gestanden. Es hat aber gleich ein paar so gute drunter gehabt. Der Regenwurm, ich weiß gar nicht, ob man den kennt oder nicht. Das Guguli war eins von den ersten, schon da, alles was mir in die Finger kommt, das hören wir etwa auf Platten. Und das waren so die ersten Lieder, aber die hat er nicht mehr gesungen. Nachher ist später, während der Studienzeit, ist eigentlich ein bisschen eingeschlafen. Er hat mehr noch so für die Weihnachten, für die Familie hat er etwa Platten gemacht, aber er ist schon nie auftreten.
Nachher hat man, wir sind ja beide bei der Pfarr zusammen und haben dort ein halbes Kabarett gemacht, an Unterhaltungsabend. Und dort haben wir die ersten Lieder nachher so öffentlich gesungen. Und nachher hat er auch angefangen, so an Vereinsanlässe und so weiter, ist er zu singen. Und hat dann das erste Mal mit noch anderen zusammen in der Rampe zu Bern ist er auftreten. Und nachher ist er langsam mit sich, wie eine Lawine ist es gekommen. Es ist ihm da fast bald zu viel geworden. Nachher. Er hat doch ein bisschen viel umreisen und hat dort zwischen ihnen wieder gestoppt. Aber das ist so der Anfang von seinen Lieder, von der Geschichte, von seinen Chanson. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen? Er hat dank am Radio Freude an Musik bekommen und hat gedacht, das kann ich auch. So ist er ins Unglück gekommen. Nämlich, er hat sich für zwei Flaschen Lebertranes noch gut erhaltenes Cembalo gekauft und hat sie in die Höhle genommen. Doch als er fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen, hat ihn zwischen Krallen genommen. Kunst ist gegen ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht die Moral davon, kauft nie ein Cembalo, sonst geht es euch gerade eben so, wie dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen. Mein Vater war dasselbe wie ich. Er war Rechtsanwalt, hatte ein eigenes Büro hier in Bern. Übrigens, ich bin eigentlich kaum aus Bern herausgekommen. Ich habe hier die Schulen besucht, habe hier die Universität besucht. Kein einziges Auslandssemester, das macht sich sonst immer gut. Der einzige Auslandsaufenthalt von einiger Dauer war ein Jahr in England. Sonst bin ich eigentlich immer in Bern gewesen. Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich stehe dazu. Und dann sehe ich den Sättig, die gehören dazu. Und haben doch mit mir im Grunde genommen nichts zu tun. Und andere, die ich doch biest dazu, gehören nicht dazu. Der Mari Matter hat daran gedacht, sich zu habilitieren. Obwohl er auch wieder gezögert hat, er hat sich gefragt, ob er die Tätigkeit an der Universität das Richtige sei für ihn. Er hat die Zustände von unseren Universitäten auch wieder als problematisch angeschaut. Und doch, die Begabung und die Fähigkeit, Studenten anzusprechen, das wäre eine Voraussetzung gewesen. Er hat eine Arbeit gemacht, also eine Habilitationsschrift. Sie ist leider nicht ganz fertig. Ich habe den grössten Teil hier. Das ist gerade das, was ich vor mir habe. Er hat in England daran gearbeitet. Es ist eine Arbeit über die sogenannte pluralistische Staatslehre. Pluralistische Staatslehre, so wie er es verstanden hat, wird sagen, dass Ja zu sagen sei zu Gegensätzen im Staat, dass der Staat nicht eine fertige Einheit ist, sondern etwas, das sich immer wieder entwickeln muss. Diese Auffassung hat sehr gepasst in das Weltverständnis von Mani Matter überhaupt. Es war ein Toleranzverständnis gewesen. Er hat immer gewarnt vor voreiligen Versöhnungen, aber umgekehrt hat er auch immer gewarnt davor, irgendein Sachverhalt als definitiv anzunehmen, voreilig zu urteilen und zu aburteilen. Am Schluss von dieser Arbeit behandelt er Harald Laski, ein englischer Jurist und Politiker. Und in den allerletzten Sätzen von dieser Arbeit kommt wahrscheinlich der Mani Matter selber sehr persönlich auch noch zum Ausdruck. Ich möchte die letzten Sätze von dieser Arbeit lesen. Es heisst dort, niemand kann zum Vornherein verpflichtet werden, immer für richtig zu halten, was die Regierung tut. Für recht zu halten, was die Regierung anordnet. Und jetzt kommt das Laski-Zitat. Ein Mensch muss vor allem sich selber treu sein. Der größte Beitrag, den er zum Staat leisten kann, ist die Anstrengung seines moralischen Urteils, soweit der Laski. Dies ist, wie Laski zugibt, eine individualistische Staatstheorie. Aber, so sagt er, sie ist individualistisch nur insofern, als sie den Menschen auffordert, ein soziales Wesen zu sein.
und die Basis des Staates ist nach ihr der Konsens zur Uneinigkeit. So gehöre ich dazu, gehöre gleich nicht dazu. Und stande dazu, stande gleich nicht dazu. Bin manchmal stolz und habe manchmal genug. Und das gehört dazu. Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu. Und ist da dazu. Ja, ich fühle mich eigentlich kaum je als Familienvater. Ich finde mich immer mit einer gewissen Verwunderung als Familienvater. Das sind so Dinge wie übrigens vieles, was, glaube ich, dann später plötzlich wichtig wird im Leben, da rutscht man mehr hinein, als dass man es bewusst plant und sich von vornherein in dieser Rolle sieht. Ja, vielleicht überhaupt wenige Leute sich mit einer Rolle ganz identifizieren. Ich glaube, das gibt es fast nicht, dass einer von sich glaubt, er sei dies oder das und seine Rolle ganz genau definieren kann. Der Mani Matter ist zur Stadt Bern als Rechtskonsulent, weil man ihn berufen hat. Die Stelle ist dann neu geschaffen worden. Man hat gewusst, dass er ein guter Jurist ist. Man hat auch gewusst, dass er sich als Mitglied des Jungen Bern politisch betätigt. Und man hat gewusst, dass er ein besonders herzliches Verhältnis zu der Stadt Bern hat. Seine Arbeit hat darin bestanden, dass er alle Geschäfte im Arbeitsbereich der Präsidialabteilung behandelt hat. Er hat zum Beispiel die Stadt in Prozessen vertreten, Disziplinarfälle behandelt und hat eigentlich in alles hineingesehen, was in der Stadt Bern gegangen ist. Man kann ja darüber staunen, dass ein Künstler oder ein Mensch, den man hauptsächlich als Künstler kennt, Beamter geworden ist. Aber für einen Mann war das nicht ein Gegensatz gewesen. Was er in der Stadt gemacht hat, als Beamter, hat er als Künstler in seinen Liedern auch gemacht, nämlich menschliche Schwächen aufdecken, helfen, die Schwächen zu überwinden, Knüppel zu lösen. Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Darum geht wenig, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und darum geht es auch denen nicht besser, was gut geht. Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Darum geht wenig, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und darum geht's auch denen nicht besser, was gut geht. Da ein Schweizer ja bekanntlich nicht Hochdeutsch kann, wenn er nicht 3 Jahre lang in einer Sprachschule war, stand für mich gar keine andere Wahl, als dass ich das auf Schweizerdeutsch mache. Und das ist heute eigentlich immer noch so für mich. Ich habe nie bewusst mich entschlossen, jetzt will ich Dialekt schreiben, sondern es hat sich so ergeben, weil ich eben Dialekt spreche. Also das heißt Arabisch. Der Sidi Abdel Assar von El Hama hat mal am Morgen früh noch im Pyjama in der Straße vor der Moschee 2 schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang geworden von seinem Drama. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Der Abdel Assar hat nicht mehr schlafen, bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat und gesagt, ich biete 150 Schafe. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah, es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Doch wert ist sie, meine Seele, 220 Kamel. Und drunter kann ich dir sie auf keinen Fall lassen. Da hat der Abdel Assar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gehe ich nicht ein. Ist fort, hat gleich drauf schon eine billigere genommen, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut er der Mond am Himmel hell und klar an und trauert hier und da den schönen Augen an
und denkt, hätte ich doch früher anfassbar an. Ja, ich glaube, ein Unterschied zwischen der älteren Mundartliteratur und der neueren ist auch, dass man nicht mehr auf Sprachreinheit achtet. Das war ja bei den älteren Mundartdichtern immer sehr wichtig. Sie schrieben nicht zum Beispiel, wie Kurt Marti es ausgedrückt hat, in der Berner Umgangssprache, sondern sie schrieben Berndeutsch. Und da vermieden sie es bewusst, gewisse Ausdrücke aus dem Hochdeutschen einfach in die Mundart zu übernehmen, wie wir es täglich andauernd tun. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass man heute sich nicht mehr bemüht, irgendwie eine Mundart zu erhalten, eine reine Mundart, sondern dass man die Mundart eben braucht mit allen fremden Zutaten, die sich eben in sie eingelebt haben, in der täglichen Umgangssprache. Was ist ein Sandwich ohne Fleisch? Es ist nichts als Brot. Was ist ein Sandwich ohne Brot? Es ist nichts als Fleisch. Erst wenn mit Fleisch dein Brot belegst. Erst wenn mit Brot umgibst dein Fleisch. Bekommst ein Sandwich, Brot und Fleisch. Schau, dass du dem ging Rechnung drehst. Und zwar ist es wichtig, dass du Folgendes auch weisst. Es genügt nicht, dass du das Brot einfach unterlegst am Fleisch. Es braucht ein Brot und dafür verstehst. Und eins, das du oben drüber legst. Nur wenn du so dran hergehst. Bekommst ein Sandwich, eins mit Fleisch. Das Problem vom Ankenkäm, das stimmt denn auch dazu. Es geht darum, na ja, nicht auf die letzte Seite zu tun. Du siehst, du issest, du Barbar. Und füllst die Bauch und wirst nicht gewahr. Was in einem Sandwich auf deinem Tisch für Dialektik drinnen ist. Für Dialektik drinnen ist. Der Mani Matter ist bekannt worden als Berner Chansonnier. Er ist ein Stück bernische Literatur geworden. Hat aber eigentlich angefangen als Unterhaltungssänger bei den Pfadfinder. Und es ist etwas Merkwürdiges passiert, dass mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass ja das zwar Unterhaltung, aber in der Unterhaltung noch mehr als nur Unterhaltung ist. Nämlich, dass die Texte, die er singt, eine literarische Bedeutung und einen literarischen Wert haben. Die Texte kann man auch lesen, ohne dass sie gesungen werden, also ohne Musik. Aber natürlich ist Musik ein wichtiges Vehikel für den Text transportieren zum Leser. Und da ist nun festzustellen, dass die Texte, die manchmal doch ziemlich raffiniert gebaut sind und recht anspruchsvoll zum Teil sind, dass die sehr gut bei den Leuten sind angekommen. So, dass man vielleicht kann sagen kann, mit dem, dass die Texte sind gesungen wurden und in dieser Art und Weise, wie sie der Mani Matter hat gesungen, ist es ihm gelungen, auch eigentlich nicht unterhaltsame, nicht lustige Sachen, eine Art Lyrik den Leuten nachzubringen. Und das Erstaunliche ist, dass die Texte, die in sich sehr differenziert und vielschichtig doch waren, teilweise, dass die sie ankommen bei den einfachen Leuten, aber auch bei ganz intellektuellen Leuten. Und das war vielleicht etwas vom Wesentlichen beim Mani Matter, dass bei ihm eine Verbindung da war zwischen einem gemüthaften, volkstümlichen und einer ausgesprochenen Intellektualität. Beim Coiffeur bin ich gesessen, vor dem Spiegel schaue rein und sehe dort drin einen Spiegel, der an der Wand ist vis-à-vis. Und der drin wieder spiegelt sich der Spiegel da vor mir. Und in dem Spiegel wieder um der Spiegel hinten für. Und so ging weiter, es war wie ein langer Korridor. In dem mein Kopf fürs hundertfach von hinten und von vor. Ist aufgeregt gewesen, in einer Kolonne, das hinterste ist der Kopf. Ich habe ihn nicht mehr gekannt, so klein gewesen, wie ein Guffenknopf. Mein Kopf, der hat sich der Weite, stellt euch das vor. Verloren in Unendlichkeit vom langen Korridor.
Ich habe mich selber hinten gesehen, verschwinden, habe das gesehen. Am heiter hellen Vormittag und wie wenn nichts wäre geschehen. Vor Klopf habe ich mein Maul aufgesperrt, da sei im Korridor. Gerade 100 Müller mit aufgegangen wie ein Männerchor. Ein Männerchor aus mir allein, ein keibe gespässiges Gefühl. Ein metaphysisches Gruseln hat mich gepackt im Coiffeurgestühl. Ich habe die Serviette von mir gerissen und geschoren sofort. Das Coiffeurgeschäft verlassen mit ein paar entschuldigenden Worten. Und wenn ihr findet, ihr sollt ein bisschen mehr zum Coiffeur gehen, dann könnt ihr jetzt verstehen, warum ich da eine Hemmung habe. Der Mani Matter hat sich nicht nur für das interessiert, was die anderen berndeutschen Chansonniers gemacht haben, sondern für die Arbeiten von allen seinen Kollegen von den Kleinbühnen. Und darum war er aber auch dabei gewesen, wenn man sich im Kleintheater in Luzern zur Silvestervorstellung getroffen hat. Die Antenne hat einmal einen kurzen Ausschnitt gebracht aus so einer Vorstellung, die wir jetzt noch mal zeigen, und zwar von einer Improvisation zum Thema Telefon, wo der Peter W. Losli, der Kasper Fischer, der Dimitri, der Emil, der Mani Matter und ich bestreiten. Gut, es ist einmal ein Mann gewesen, der hat Richard Huber hat er geheissen und der gerne das Telefon wollen. Das Dumme war eben, in diesem Quartier hatten sie noch keine Transformatorenstation. Was hast du gesagt? Glücklicherweise ist aber ein Zwergli vorbeigekommen, das sowieso schon dick war und ein Handel gedreht hat auf seinen beiden Händen und gewusst hat, dass ein Telefon nötig ist und denkt, wenn die Handel etwas schwerer würde und mich zusammendrücken und mein Liebli mit den Zahlen drauf schön bleibt, dann könnte ich vielleicht mich als Telefon verkaufen. Er hat rausgeschaut, es hat geregnet. Aber wir hätten diesen Vorschlag nicht so recht können brauchen. Darum hätte man einen anderen haben. Das Zwergli war so klein, dass, wenn es telefonieren wollte, es nur bis ins Eis rauf mögen und dann hat es zweimal gedreht, ist Selfie gekommen. Jetzt haben wir zwei von den Chanson-Kollegen von Mani Matter im Studio. Und zwar sind das der Fritz Wittmer und der Jakob Stickelberger. Mit ihnen zusammen hat der Mani noch ein Projekt gehabt, das er nicht mehr realisieren konnte. Vielleicht könntest du uns da etwas darüber erzählen, Jakob. Ja, das war so. Als wir früher auftreten, hat jeder seine Lieder durchgesungen. Und als er fertig war, ist er abgedampft. Der Mani Matter hat gefunden, ja, wenn wir schon zusammen sind, könnten wir eigentlich auch einmal etwas zusammen machen. Und er hat gefunden, besonders eignet dafür würde sich vielleicht ein Kriminalroman. Und so haben wir dann aus diesem Kriminalroman über die verschiedenen Klischee-Themata ein paar Lieder gemacht. Und als wir genug Lieder zusammen hatten, haben wir die einfach zu einer Geschichte aneinander gehängt. Der Mani Matter hat ursprünglich gesagt, man sollte die Kriminalgeschichte nicht einfach Kriminalgeschichte taufen, sondern hat einen Titel vorgeschlagen, der geheissen hat, Doppeltitel, «Schieß nicht, Liebling» oder «Das Mädchen aus der Las Vegas-Bar». Aber wir haben die Idee wieder fallen. Der Fritz Wittmer und ich singen jetzt von Mani Matter den Prolog zu dieser Kriminalgeschichte. Wir sitzen alle ahnungslos auf euren Stuhl. Denken da gar nichts Böses, habt vielleicht noch das Gefühl. Jetzt kommt ein lustiges Lied, am Ende sogar ein Witz. Nein, wir erzählen nichts. Eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte. Darum rate ich allen Frauen, gebt dem Mann die Hand. Die
Die, die gerne Angst haben, rücken näher zueinander. Wer schwache Nerven hat, soll gescheiter jetzt noch gehen. Jetzt fängt er nämlich an. Eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte. Wir werden sehen, wie es geht, wenn der Revolver schießt. Wenn das Messer sticht und das Blut auf den Perserteppich fließt. Wenn man einen unterdrückten Schrei hört in der Nacht. Drum geben alle Acht. Auf Kriminalgeschichte, auf Kriminalgeschichte. Und dünkt ihr euch die Kriminalgeschichte vielleicht dumm? Das könnte ganz gut sein, doch macht das nicht, warum? Es ist im Grunde genommen ja auch Dummheit kriminell. Drum gibt's auf alle Fälle. Eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte. So, jetzt singe ich vom Mani Matter ein Lied über ein Thema, das in vereinzelten Kriminalromanen gerne eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Frage nach einem Mörder. Wer hat das Mädchen umgebracht? Wer? Wer hat das Mädchen umgebracht? Wer? Es ist ganz einfach, sagt der Kommissär. Wenn man annimmt, dass der Mörder, und das nimmt man nicht doch an, vor der Tat der Mord vermutlich noch nicht begangen hat. Wenn man das jetzt also annimmt, was ergibt sich daraus sofort? Es ergibt sich daraus, dass das Mädchen noch gelebt haben vor dem Mord. Das ist logisch, sagt der Kommissär. Der Inspektor nickt und sagt, das glaube auch er. Und wenn also fahrt er weiter, und das leuchtet ihm doch ein, vor dem Mord vermutlich das Mädchen ging noch ist am Leben gewesen. Wenn man das jetzt also annimmt, was ergibt sich daraus sofort? Es ergibt sich daraus, dass das Mädchen das Leben gelassen hat bei diesem Mord. Das ist logisch, sagt der Kommissär. Der Inspektor nickt und sagt, das glaube auch er. Und wenn also dem zu folgen, und wer zweifelt ihn daran? Bei diesem Mord, das arme Mädchen, hat sein Leben müssen lassen. Kann man daraus jetzt den Schluss ziehen, wie man es zwingend nicht will, dass es muss der Mörder gewesen sein, der das Mädchen umgebracht hat? Ja, so ist es, sagt der Kommissär, womit also jetzt das Problem schon aufgelöst wäre. Es gibt eine Anzahl Chansons von Mani Matter, die ganz am Schluss entstanden sind und wo wir keine Aufnahmen mehr von ihm selber haben. Also weder Platten noch Bänder, geschweige denn Fernsehaufnahmen. Und Fritz Wittmer singt uns jetzt noch zwei von diesen Chansons. Vielleicht könntest du die noch ein bisschen charakterisieren. Ja, wir sind im letzten Jahr ja alle drei, vier Wochen zusammengekommen und haben einander die Chanson vorgesungen. Und einmal, als der Mani wieder daherkam, ist mit einem Neuen, hat er gesagt, oh, das gibt ein himmeltrauriges Programm von mir. Und es ist himmeltraurig, heisst da nicht, dass es also ein schlechtes Programm wäre, sondern dass es einfach, es ist nicht mehr heiter gewesen, wie es früher war. Er hat uns das Lied nachher vorgesungen, das heisst, warum seid ihr so traurig? Und während er das gesungen hat, haben wir darauf gewartet, dass irgendwo eine ironische Pointe kommt. Eine Wendung, eine verblüffende Wendung, die sich wieder heiter wird, was sich alles aufhebt, das Ernste vorher. Und das ist nicht passiert. Es hat noch trauriger aufgehört, als es angefangen hat. Und das hat uns eigentlich sehr betroffen. Und die anderen Lieder von diesem Jahr waren ähnlich. Es waren nicht mehr Lieder, die einfach zum Anlass so irgendeine alltägliche Begebenheit hatten, wie zum Beispiel, dass er ein Zündhölzchen auf den Teppich schießt, dass er beim Coiffeur vor dem Spiegel hockt oder dass er ein Sandwich isst. Es ist irgendeine Grundstimmung drin, wo man merkt, dass es ihm nicht mehr wohl ist, vielleicht in der Stadt, vielleicht einfach mit den Menschen, die ringsherum um ihn sind. Das wird man bei diesen Liedern hören. Es gibt auch keine Aufzeichnungen oder keine Aufnahmen von denen. Und darum singen wir sie jetzt. Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen leben in der gottvergessenen Städte, wo man auf dem Trottoir läuft und wenn man über die Strasse will, muss warten, bis man von einem grünen Licht Erlaubnis hat. Und wenn man das nicht macht, dann wird man überfahren. Ist das der Endpunkt vor Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen arbeiten in einer gottvergessenen Stelle, wo man wie ein Rädli ist in einer Maschine, wo niemand überschaut und wo ihm gesagt wird, was man soll. Und wenn man nicht gegen aufpasst, wird man überfahren. Ist das der Endpunkt vor Entwicklung von 5000 Jahren?
Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen als bestenfalls von Ferien 14 Tage lang an einem Meer, wo man Kriminalroman liest unter Palmen, für ein bisschen zu sehen, wie es wäre, wenn das Leben interessanter wäre. Bis dass man schliesslich froh ist, wieder heim zu fahren, ist das der Endpunkt vor Entwicklung von 5000 Jahren. Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, als selber einig zu werden wie die besseren Herren, wo ein Swimmingpool im Garten, hey und auf Safari, gehen, solange sie noch keinen Herzinfarkt haben bekommen. Solange sie mit dem März noch in keinen Baum sind gefahren, ist das der Endpunkt vor Entwicklung von 5000 Jahren. Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, wir, die müssen leben in der gottvergessenen Städte. Während der Meillonruhe zu Paris im Jahr 68 sind bekanntlich ein Haufen Inschriften an die Hausmauern geschrieben worden. Ein Teil davon waren politische Inschriften, da hatte es aber auch andere, allgemeine Aussagen, so eine Art Aphorismen. Und eine von denen hat der Mani Matter so besonders berührt, als er das letzte Chanson darüber geschrieben hat. Die Inschrift heisst «Regardez-vous, vous êtes triste». Warum seid ihr so traurig? Wohl, mir seht nichts doch an. Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn ihr sitzt im Büro. Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn ihr fahrt im Tram. Warum seid ihr so traurig? Es geht doch so, wie ihr es weht. Frau und Kind sind doch zweg, im Beruf geht's gäng ein bisschen vorwärts. Es längt doch auch hier und da, schon für ein kleines Trüberi. Warum seid ihr so traurig? Fürchtet ihr das, was könnte kommen? Aber ihr seid doch versichert gegen die möglichen Zufälle. Und wenn das Alter dann kommt, habt ihr eine rechte Passion. Warum seid ihr denn traurig? Nein, ihr habt doch keinen Grund. Vielleicht, wenn ihr einen Grund hättet, wäret ihr weniger traurig. Manche, wenn das Leben ihm wehtut, besinnt sich der Tür wieder dran. Manche, wenn das Leben ihm wehtut, besinnt sich der Tür wieder dran. Das ist das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und warten. Und das Gepäck haben sie abgestellt und zwei Kinder schauen am Automat, ob nicht doch dort noch mehr rauskommen als die Karamell, die sie schon haben gegessen. Und der Bahnhofvorstand telefoniert, Mütze hängt der Wand und im Wartsaal ist geheizt, sitzt ein Mann, wo ein Stumper auch da stinkt und liest das Amtsblatt. Manchmal läutet die Glocken und ein Arbeiter mit schwarzen Händen stellt ein Weichen, man weiss nicht für was, denkt für Güter wegen, die vor dem Schopf stehen. Und der Bahnhofvorstand legt Mützen an, es fährt ein Schnellzug vorbei und es luftet noch gäng, währenddem, dass der Vorstand schon seinen Hut wieder abzieht. Das ist das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist Festival-Sommer auf SF2 mit den Stereophonics, Jimmy Cliff, den Fantastischen Vier, Underworld, Lovebugs, Stiller Haas und vielen mehr. Das Festival der Emotionen und Entdeckungen. Das Open Air St. Gallen 2003 in Weekend Music. Morgen auf SF2.
SF2. Wird sicher ein schönes Fest. Schön. Ich glaube, das wird der Hit.